Erst jetzt löst du dich immer umfassender von deinen Erwartungen an Gott und die Menschheit. Angefangen bei deinen Eltern bis hin zum Seelenpartner, die dich glücklich machen sollten, an deiner Stelle lieben sollten, weil du dich nicht lieben kannst, so wie du bist, die dir die verschiedensten Dinge abnehmen sollen, dich versorgen sollten, egal auf welcher Ebene, sich so oder so verhalten sollten, damit es dir angenehm ist und denen gegenüber du dich zu schwach, zu dumm, zu klein, zu unwert, zu ängstlich oder nicht gut genug gefühlt hast. Ja, es ist natürlich auch bequem geworden, immer nur einzufordern und nicht selbst die Verantwortung für deinen Schmerz, deine Dramen, dein Gefühl von Abgelehntheit übernehmen zu müssen. Du hast dir eine Arroganz zugelegt, untermauert mit gesellschaftlich kollektiv erschaffenen Dogmen, wer dir angeblich was zu geben hat und was dir zusteht. Du hast dich hinter so vielen Dingen versteckt, bis hin zu deinen leiblichen Kindern, in deren Namen du stellvertretend für dein eigenes, ungeliebtes inneres Kind einforderst. Eltern erschaffen für ihre Kinder dieselben Feindbilder und Probleme, vor denen sie selbst Angst hatten oder die sie als Kind verletzt haben, wenn sie sich selbst nicht davon erlöst haben. Sie bewerten das Verhalten des Kindes durch ihre Brille, erschaffen beim Kind dasselbe Problem, was sie in sich nicht erkennen können, um dieses dann beim leiblichen Kind stellvertretend für ihr bedürftiges, verletztes, inneres Kind lösen zu können. Im guten Glauben, es vor der bösen Welt beschützen zu wollen, werden die eigenen Forderungen und Absichten im Namen des Kindes ein- oder angeklagt. Dabei werden die ungeheilten Verletzungen dem leiblichen Kind übergestülpt, damit man es dort stellvertretend vor den eigenen erlittenen Verletzungen schützen kann. Was oft gründlich schief geht und dem Kind, welches sich nicht wehren kann, das eigene Drama zur Fortführung auf die Schultern legt. Natürlich inkarniert immer eine Seele, die genau dieses Thema hat und selbst erlösen will. Wir kommen also nie zufällig genau zu diesen Eltern. Genauso wie unsere Kinder nicht zufällig zu uns kommen. Dem Kind wird das eigene Problem zu seinem gemacht. Manches wird zum Therapeuten oder Arzt geschleppt, anstatt die eigenen Muster endlich zu hinterfragen und sich denen auch mal eigenverantwortlich zu stellen. Oft sind dies Frauen, die sowieso für alles jemand anderen brauchen und die Verantwortung nur allzu gerne abgeben und von anderen Verantwortung für sich selbst oder stellvertretend fürs Kind einfordern. Es werden zum Beispiel Schulen, Ärzte oder Therapeuten ausgesucht, die das Muster in der Tiefe nicht checken und auf die dargebotenen Argumente der Eltern aufspringen oder mit ihren eigenen Therapieansätzen die Ursache nicht berühren und nur die Symptome unterdrücken. Diejenigen, die dem Thema gefährlich nahe kommen und ins Schwarze treffen, werden zum neuen Feindbild erkoren. Logisch, denn da der eigene Schmerz der Eltern ja weiterhin unangetastet und vorhanden bleibt, muss am Kind immer weiter rumgedoktert werden, ohne nennenswerte Lösung. Man versucht verzweifelt, eine Lösung finden zu wollen, allerdings sucht man an der falschen Stelle. Denn die Lösung liegt ja in einem selbst. Die Unlösbarkeit des Problems beim Kind sorgt dann dafür, dass der eigene Schmerz noch heftiger genährt wird. Ein Teufelskreislauf. Wenn die Ursache ins Außen geschoben wird, darf und kann die Lösung nicht kommen. Die Lösung außerhalb von sich selbst zu suchen, ernährt eine ganze Therapeutenschar, die nicht begreift, dass immer nur die Eltern Therapie brauchen, wenn das Kind Probleme hat. Ist das Thema bei einem selbst erlöst, kann sich das Kind entspannen und muss das Thema der Eltern nicht länger fortführen. Somit heilst du also nicht nur dich, sondern deine ganze Ahnenreihe und unterbrichst das Muster jetzt auch für deine Kinder. Es geht immer nur um dich, dein kleines bedürftiges Ego, weil nichts anderes existiert,
Dein kleines inneres Kind, welches sich gerne aufplustert und welches die Welt am liebsten Tag und Nacht manipulieren möchte, um seine Bedürfnisse gestellt zu bekommen. Bedürfnisse, die du selbst nicht stellen kannst. Glaubst du zumindest, weil du dich schuldig fühlst und schlecht, in der Idee des Getrenntseins, weil du zu wenig bist, zu klein, zu dick, zu dünn, zu unwert, zu schüchtern, zu selbstbewusst, zu ohnmächtig, zu hilflos, nicht genug weißt oder kannst, diesen oder jenen Abschluss nicht hast und überhaupt. Du bist dank des Seelenpartners nun am Bodensatz der Illusion der Trennung des Ichs angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Von jetzt an geht's bergauf. Aber aus eigener Kraft. Ute Strohbusch.